Hallo YouTube, wir sind wieder am Start. Ich bin Escalon. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hab's. Gerade gab's hier einen internen Kampf. Wir wollten eigentlich diese finsteren Gestalten jagen. Was einigermaßen funktioniert hat, aber einige sind verletzt worden. Und dann gab's noch eine Schlägerei. Und ja, hier sind wir. In einer dreckigen Höhle, voll mit Blut und Verletzten. Und wir gucken, was hier so geht. Da ist der Hilfe. Wer zum Geier richtet, soll die Waffen gegeneinander. Seid ihr wahnsinnig? Ja, Brock hat schon recht. Heilavo. Bin auch etwas verwirrt. Jo, ich auch. Was ist los, Alter? Ey, ich hab gefragt, wer wen angegriffen hat. Alter, die keine Heile sind, verpissen sich jetzt aus der Gasse hier. Sind da draußen noch welche eigentlich? Ja. Ich glaube, ich gehe mal lieber hier hin. Kann man hier irgendwie helfen? Jetzt, weil er nicht heilen kann. Er stützt den Oberkörper ab und versucht Vitus langsam von dem Trank einzuflößen. Dieser Aspirant verblutet. Scheiße, Mallory, jetzt nicht verrecken, Digga. So, warte mal. Das ist Talion, der verblutet, nicht Mallory. Mallory ist wieder am Start. Stimmt. Talion wurde an der rechten Hüfte von den Krallen erwischt. Wir brauchen Heiler. Stirb uns jetzt nicht. Nicht bevor ich dich nicht im Zweikampf besiegt habe. Doch das dachte sich Garm nur. Ja, ist ein bisschen kritisch, ne, mit der Heiler-Situation. Junge, ich will doch kein Wasser schöpfen. Deswegen waren da so Blasen, witzig. Messer, eine Flasche Alkohol würde einem Wundverband auf die Wunde drücken. Wenn ihr euch wieder gefangen habt, scheiß Idioten. Wir haben Verletzte, die Viecher haben uns nicht gerade leichtes Spiel gemacht. Ich bin draußen jetzt eine Karawane, um die Leute zur Stadt zu bringen. Wo ist der Bruder? Wo ist du, Duruharan? Ich würde ihm gerne helfen, das ist vernünftig, was der da macht. Bist du Duhuraran? Nein.
Ein bisschen Wandil. Ah, da ist Venza. Skettigi. Wo ist denn der Kerl? Ist er gar nicht hier? Das war nicht so schlapp. Reinigt die Wunde, Herr Führer. Nähe die Wunde so gut wie möglich, wie es. Boah. Nähe die Wunde so gut wie es geht. Zumindest so, dass er abmarschbereit ist. Oder Bregor sich um ihn kümmern kann. Aus, ist ja nicht Nadel und Faden dabei? Scheiße. Ich meine mal Fittchen. Würde dann seine Finger knacken und beginnen die Wunde zu besehen, um mit Wundalkohol zu bereinigen. Kein Brustschutz wurde etwas gesäubert durch den ungewohnten längeren Unterwasseraufenthalt. Aber man konnte somit deutliche Kratzspuren daran erkennen, wie sie es nur zu diesen Untier gehörten. Die streiten sich da drin wegen Waffen, Junge. Tja, das lief wirklich nicht so optimal. Aber trotzdem ein sehr cooles Event. Ich fand, das war sehr atmosphärisch mit dem dunklen Wald und dem Regen, wo wir umzingelt waren. Das war sehr, sehr cool. Das hat mir richtig gut gefallen, tatsächlich. Und auch das Modell der Ghule war einfach richtig hübsch. Richtig geiles Teil. Können Sie von der Flux mit Wundalkohol bereinigen, eher diese dann wie Mythos mit Verband zuerst verbindet. Eher dann ein Verband dazwischen führt, dann wieder verbindet, was er einen Druckverband bekommt. Weitere Behandlungen der Feste. Guck mal, ob ich den richtig geschrieben habe. Ja. Malori, falls du wird genug bist, hilfst du mit Talion zu tragen? Mehr sei auf deinen kritischen Blick, Generemikia, und deinen nahestehenden Sumpfler. Ja, ich sollte fit genug sein, aber es Bregor erstmal machen. Natürlich. Kein
entschalfte dann erschöpft, nachdem er einige Male Wasser spuckte und würde dann erstmal regungslos sein. Ui, da liegen. Als man seine Rüstung, Rüstungsgelüst, was? Rüstungslöste? Achso, Rüstunglöste, konnte man die eindeutigen Einkerbungen der Krallen auf der, auf seiner Brust erkennen. Ich habe Rüstungsgelüste gelesen, dachte mir so, hä? Da hat jemand richtig Bock auf die Rüstung. Ui. Bald Vitos Rüstung und Stab. Jawohl. Okay. Jawohl, Garm packt mit an, um Tenio zu tragen. Der Brati. Scheiße, kann auch noch. Der Kerl soll angefangen haben. Timo zeigt die dicken Verbände an seinen Armen. Messer blinkt in Varim und murmelt nur: Ich fürchte, das ist eine Nummer zu groß für dich, Bursche. Timo präsentiert dann seine Waffe, an der sich nur klebriges Blut der Ghule befindet. Schirngen Festung. Machen wir mal Gang 30. Oi, Leute. Was hier wieder abgeht. Ich will nichts von gegenseitigen Vorwürfen hören. Gut, dass wir damit jetzt nichts zu tun haben. Mythios keucht angestrengt. Monster tot, ja? Keucht Valkyr. Sieht so aus. Wir sollten... Oh nein, Tyrion, geht's dir gut? Ich bin mir nicht sicher, ob Tyrion bei Bewusstsein ist, ehrlich gesagt. Sieht nicht so aus. Okay, er ist bei Bewusstsein.
Und wiedermals den Schaden und die meiste Ehre wir. Was ist darin? Ach, Leute. Ja, die zerrupfen sich da währenddessen. Die Jungs von der Vulkanfeste reinhauen. Aber wir haben uns ganz schön aufgeteilt. Scheiße, sollen wir nicht eigentlich Talion tragen? Ich bleib mal bei ihm. Ich habe das so verstanden, dass dass Mallory und Garm Talion eigentlich so tragen oder aufhelfen, aber vielleicht habe ich auch was überlesen. Muss euch gestehen, Leute, ich bin halt nicht so auf der Höhe. Hört ihr schlecht? Zwei Plebs. Ich trink mal Leiche. Dann nimmt eins der Monster auf. Ah, wir porten die Leute, warte. Ja, es sind aber vier Plebs hier. Ah, okay. Dann ist alles richtig. Drei gottlos verwirrt. Ich glaube, ich brauche einen anderen Gang, um mit dem Bruder hier mitzuhalten. Aber hey, schon mal den Wald auch bei Tageslicht zu sehen, ha, Leute? Mensch, ist viel idyllischer auf einmal. Wieder mal die meiste Schaden, die meiste Ehre, die Inquisition der Orden. Wollte den einfach eine Respektschelle machen oder wie? Gekämpft mit Uram! Zuckt dann ächzend zusammen. Warum ist ein Monster? Wie das kotzt zur Seite aus. Boah. Ach, Diggi. Nein, Ehre. Uram ist Ehre. Ehre. Ja, in der Tat.
Aber die Höhle war wirklich sehr schön und cool. Außerhalb von Event leben da bestimmt Monster. Methylius keucht laut. Hey Diggi, waren wir nicht irgendwie 1000 andere Leute noch? Wo sind denn die alle? Wenn wir die zurückgebracht haben, gehe ich glaube ich nochmal zurück und gucke, ob wir den anderen auch helfen können. Michael rüttelt an ihrem Stock und seufzt. Er hängt zum Teil im, im Fetzen vom Kampf. Ah, okay. Na dann. Super. Danke fürs Bescheid geben, Mallory. Garm hieft Telion hoch. Ach, bald haben wir es. Waffen nehmen es ehrenlos, das machen wir nicht. Ach so. Das stimmt wieder, das ist eine Endlosspirale. Ansonsten. Klingt, als würde es jemand gut sein lassen wollen. War der Weg schon immer so lang? Wird länger, umso mehr Schmerzen man hat. Gut, dass du noch lebst. Naja, aber gleich sind wir da. Und zum Glück weiß Garm ja auch, wo das Lazarett liegt, also passt das schon. Vitus Senpai hat ihn gezeigt. Da bringen wir den Brat jetzt erstmal hin. Aber war schon die bessere Wahl, tatsächlich auf Fernkampf zu bleiben. Sobald es ging. Auch wenn ich dadurch wahrscheinlich nicht so nützlich war. Aber im Nahkampf wäre ich es halt auch nicht mit den Stats, also. Was soll's. Einen Moment, nicht aufgepasst. Die Klammer war blitzschnell. Diese Monster waren wirklich unglaublich, schnell und stark.
Ob man die wohl zähmen kann? Was denn niemals? Die waren intelligent. Die würde ich sofort töten, wenn du nicht aufpasst. Wahrscheinlich hast du recht. Der schnauft stark und bekommt einen Schweißausbruch. Gab schwitzerten roten Kopf beim Tragen von Talion. Lässt sich die Erschöpfung aber auch bergauf sonst nicht eingestehen. Du hast es gleich geschafft. Wir bringen direkt ins Lazarett. Wir werden hier nicht rumstehen. Oder die Waffen erstmal abgeben, sondern ja, es ist wichtig ist, dass dieser Junge erstmal ins Lazarett kommt. Na komm. Setzt sich aufs Bett und legt sich danach hin. Garm hilft ja möglichst langsam und vorsichtig ins Bett. Sofern möglich. Scheiße, wie war das nochmal? Schnaufen, keuchen. Ich vergesse es immer. Egal, was soll's. Brauchst du etwas, Talion? Wasser? Nahrung? Was habe ich denn eigentlich? Na, Mousse und eine Wurst kann ich dem Brat hier anbieten. Oder eine Milch. Nein, danke. Ich habe was dabei. Soll ich jemanden für dich holen? Fenja mustert Vitas Zustand und knabbert sich etwas unruhig auf der Unterlippe herum. Man könnte etwas Besorgtes aus ihrer Miene herauslesen. Vitas liegt mit sehr viel Atmung auf dem Bett. Oh, die armen Jungs, ey. Der hat's richtig zerfickt.
Brego hat mich schon verbunden. Wandel ruft Magister Wandel. Okay. Ich denke, ein wenig Ruhe reicht. Dann lasse ich dich in Frieden. Wenn du etwas brauchst, dann ruf einfach und ich komme her, wenn ich dich höre. Garm schaut besorgt zu Talion. Verreck bloß nicht. Fenja reibt sich den Nacken. Da hat sich aber ordentlich erwischt, ha? Huh? Da holt mich der Herrführer wohl persönlich zurück. Garms besorgte Miene weicht ein untypisches, aber gespieltes Schmunzeln zurück, ehe er sich von Talion abwendet. Und Kommandant Vitus. Verdammt, auch euch hat es erwischt. Kann ich euch etwas bringen oder jemanden holen? Brat, die sind richtig am Arsch. Und die Lady hier ist, glaube ich, eine Novizin, ne? Also eine Novizin vom Orden, wenn ich das richtig verstanden habe. Flach, er reagiert nicht auf die Worte des Mannes. Oh shit. Fenja wendet sich gegen Garm. Die Wunden wurden bereits versorgt. Gib dem Kondant etwas Zeit, dann ist er in ein paar Wochen wieder der Alte. Verstanden. Bitte lass mich wissen, wenn ich irgendwie helfen kann.
Und dann würden wir düsen. Und gucken, was da sonst abgeht. Sicher, worum ging es bei dem Aslok überhaupt? Wenn du erlaubst, lass uns doch draußen sprechen. Dann können die Männer besser schlafen. Hager kupferrote Haare, dezenter Krautgeruch. Fenja hat ein blasses Gesicht. Sie ist ungefähr Ende 20 und damit ein wenig älter als Garn. Wie viele Spieler sind wir gerade? 46, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hoffe, dem Neuen geht's gut. Und ich hoffe, er hatte Spaß an dem Event. Und der Kommandant ist bewusst. Ich glaube nicht, dass ihn ein Gespräch stört. Ja, deutet zu Talion, der gerade noch bei Bewusstsein war. Ach, ja, Manu, ich denke schon. Wir haben OC geschrieben, dass ich vielleicht eine neue Armbrust kaufen möchte, aber das hat sich jetzt nicht ergeben. Herr Führer, die Männer brauchen nun wohl etwas Zeit. Ich wollte ihn ehrlich gesagt einfach nur ansprechen. Weil er so grimmig hier ist und sich die Sache anguckt. Jedenfalls wirkt es so in dem Modell. Zeit, was? Wirklich etwas geisterabwesend, Gengam. Ja, natürlich. Hm.
ob er sich Vorwürfe macht, dass er seine Leute in diese gefährliche Jagd geschickt hat. Das wäre nicht so passend für einen Heerführer. Vielleicht macht er sich auch Gedanken, dass seine Leute doch nicht so krass waren, wie er sich erhofft hat, dass er sie überschätzt hat. Ich weiß es nicht. Feja, kümmert euch um die Verletzten. Dreht sich dann zur Seite und schreitet hinaus. Dabei schiebt er sich an Mallory vorbei. Garm schaut dem Mann hinterher. Seine Mimik ist neutral. Ja, von mir aus reden wir draußen. Vitus Last Kurschellen. Mit Happy Ends.
Wir waren auf einem großen Jagdtrip. Sowohl Soldaten des Regiments als auch Krieger aus dem Sumpf begleiteten uns in den Wald. Das Jagdziel war besonders gefährlich. Es handelte sich um eine Kreatur der dunklen Welle. Menschenähnlich, nur deutlich größer mit großen Pranken. Es stellte sich heraus, dass es mehrere dieser Kreaturen waren. Im Sturm der Nacht wurden wir umzingelt. Am Fluss fanden wir dann ein Brutnest und einen riesigen Haufen von Leichen. Sowohl von Menschen als auch von Tieren. Als die letzte Kreatur besiegt wurde, bekämpften sich das Regiment und die Sumpfler noch im Nest. Die Verletzten waren in allen Gruppen sehr groß. Mich kuschelt sich rüber zu Talion. Hello, it's me. I'm the problem, it's me. Die sind schon süß zusammen. Klingt nach einem Dogra-Problem. Ja. Ich weiß zwar nicht genau was, aber klingt nach einem Dogra. Achso, das mit der Armbrust, ja. Das ist definitiv ein Dogra-Problem. Ich weiß gar nicht, ob meine Stats ausreichen für eine neue Armbrust, ehrlich gesagt. Aber wir können ja mal gucken, was geht. So, haben wir vorhin ja alles erzählt. Naja, jedenfalls die Kurzversion, denke ich. Ich glaube, wir machen aber auch nicht mehr lange, Leute. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde. Ein bisschen durch. Aber sehr cool, dass wir das Event noch gemacht haben. Dass wir da auch noch mit dabei waren. Auch wenn der Angriff, wo die sich jetzt noch gegenseitig gezankt waren, das war ganz wild. Das war richtig wild. Ergibt wahrscheinlich im RP auch Sinn und alles, aber so für mich als außenstehenden Pleb wirkte das wie die dümmste Aktion der Welt, Alter. Naja, wie auch immer. Jo, alles klar. Manu, mach's gut, mein Lieber. Schlaf gut, ruh dich aus, wir sehen uns. Schön, dass du da warst. Gute Nacht, Gray. Auch vielen Dank, dass du dabei warst. Das ist ja cool. Sehr ehrenwert. Feya verzieht wenig begeistert die Mundwinkel. Als wäre es nicht schlimm genug, dass uns irgendwelche Kreaturen der Nacht da flauern. Jetzt waren auch noch Regimenten und Don-Leute übereinander her. Sie schüttelten und rüsteten den Kopf. Der Herrführer sprach von Verlusten. Wen haben wir zu betrauern?
Ich gebe dir recht. Das war der denkbar schlechteste Zeitpunkt für eine Keilerei. Gestorben sind zwei Plebs. Ein sehr alter Mann und ein Mann mittleren Alters. Sie wurden vom Herrführer mit Fackeln vorgeschickt und sind wohl zu unvorsichtig gewesen. In der Dunkelheit sah man nicht, wie sie starben. Aber der eine wurde nie wieder gesehen. Der andere hatte ein großes Stück von seinem Oberkörper verloren. Es ging alles so schnell. Leider kenne ich ihren Namen nicht. Ich finde, wir haben das gut zusammengefasst. Und mit wir meine ich mich. Guten Abend, Chris. Hallo. Schön, dass du da bist. Leider zu einem Zeitpunkt, wo ich bald schon aufhöre, aber dennoch, cool, dass du hier bist. Freut mich. Ja, wir machen tatsächlich nicht mehr so lange. Oh, Melodimund ist dem Ruf der Freiheit gefolgt, aber es kann erreicht. Melodimund auf Ehre. Herzlich willkommen. Wie viele Spieler sind wir noch? 42 immer noch, obwohl es schon recht spät ist. Ganz cool. Ja. Ich glaube, die ist auch schon länger am Start, oder? Ich meine, den Namen schon gelesen zu haben, als wir angefangen haben, mit Garm zu spielen. Also vor der Pause. Aber ich bin mir nicht sicher. Sicher aber die Tage wieder. Zufällig drüber gestolpert. Ah ja. Ja, freut mich. Herzlich willkommen. Wenn du Bock hast, lass gerne ein Follow da, dann kriegst du direkt eine Benachrichtigung, wenn ich wieder online komme, falls du gerne beim Roleplay zugucken möchtest in Zukunft. Eska, ob das was Gutes ist? Ja, es macht übel Bock. Thor, wenn du noch da bist, mach mal, oder, warte, ich kann es eigentlich auch selbst machen. Warte. Thor ist am Game, da wollen wir den Jungen nicht stören. Danke für den Follow, Ehre. So. Auf dem Link, Chris, der jetzt im Chat ist, kannst du mal reinschauen, wenn du Bock hast. Da ist das Forum von Escalon, da steht auf jeden Fall alles nochmal drin. Es ist im Prinzip einfach ein Roleplay-Server in der Welt von Risen. Super interessant, wir sind jetzt gerade in der Vulkanfestung. Macht übel Bock. Komm vorbei, wenn du Gothic 2 nach des Rahmen hast, kannst du mitspielen. Auch wenn nicht, kostet Gothic 2 nach des Rahmen 10 Euro. Feier entweicht, warum auch immer. Yo, Xokor, danke auch dir für den Follow, Ehre. Willkommen in der Gruppe, Jungs. Fenja kratzt sich am Kopf und murmelt leise. Ach nee, warte, das war's noch nicht. Fenja entweicht, warum auch immer, ein erleichtertes Ausatmen. Das sind keine guten Neuigkeiten. Dass man direkt zwei Verluste betrauen hat. Ich frage mich warum man immer die Schwächsten für Sperrmissionen vorschickt. Sie seufzt leise. Womöglich wäre das vermeidbar gewesen. Dann kratzt Fenja sich am Kopf und murmelt leise. Zum Glück hat mich nie jemand vorgeschickt.
Garm schaut Fenja mit neutraler Miene an. Monoton antwortet er. Glück gehabt. Das hatte ich heute wohl auch. Wenn du sonst keine Fragen hast, gehe ich mich hinlegen. Es war eine furchtbare Nacht. Ja, schau gerne rein. Wir haben auch einen Discord-Server, den findest du auch in dem Forum. Du bist herzlich eingeladen, es selbst mal auszuprobieren. Macht übel Bock. Bei einer 2 wäre Garm übrigens sauer geworden. Weil es ja eindeutig ist, dass sie ja, die Verluste nicht wirklich ernst nimmt. Jedenfalls wirkt das so auf mich. Sie atmet erleichtert aus, so, oh, das sind keine guten Neuigkeiten. Dann womöglich wäre das vermeidbar gewesen, ohne selbst dabei gewesen zu sein. Aber es hätte gar ein bisschen sauer gemacht. Aber so ist es ihm wieder nicht möglich, seine Emotionen freien Lauf zu lassen. Und auch die Toten einfach als schwach zu bezeichnen, ist sehr respektlos. Aber was soll's, sie sind tot, sie juckt es nicht mehr. Ich glaube im nächsten Part, Leute, oder im nächsten Stream machen wir uns mal auf den Weg zur Stadt und versuchen mal eine neue Armbrust zu kaufen, weil ein paar Münzen haben wir ja noch am Start. Und dann können wir ja mal der guten Lyra einen Besuch abstatten und gucken, was da so geht. Weil Munition habe ich auch noch nicht. Natürlich. Fenja lagert in ihre Tasche und kramt eine Weile, ehe sie gar mit was zustecken würde. Hier etwas zum Runterkommen. Sicher das Richtige nach so einer Nacht. Garm nimmt die Flasche entgegen und murmelt ein emotionsloses Danke, ehe er sich abwendet. Voll ehrenwert von ihr, guter Keulerschnaps. Wir warten natürlich noch, falls ihr noch etwas sagen möchte. Ich würde ganz gerne meine Waffen nochmal abgeben am Eingang. Und dann legen wir uns mal pennen. Wenn du drüber reden willst, ich laufe nicht weg. Das möchten wir nicht. Aber Fenja scheint insgesamt eine nette Person zu sein. Ich habe auch Lust, mehr mit ihr Roleplay zu machen, aber Leute, ich bin richtig am Arsch. Ich habe richtig wenig geschlafen. Deswegen, das machen wir mal heute nicht. Aber vielleicht ja in Zukunft, wenn wir sie mal wiedersehen. Allgemein gibt es, glaube ich, noch sehr viele Menschen hier in der Vulkanfestung, die wir nicht kennengelernt haben. Und ja, das wäre ja ganz interessant. Garm gibt seine Waffen ab. Und dann gehen wir uns mal hinlegen. Ja, Leute, aber schon mal vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart, dass ihr am Chat dabei wart. Auch für YouTube-Leute, vielen Dank, dass ihr bis so lange zugeguckt habt. Das ist sehr cool, das freut mich sehr. Ich merke ja wirklich, dass Escalon bei euch ganz gut ankommt.
Und ja, es freut mich sehr, weil ich auch einfach sehr viel Spaß habe, Escalon zu spielen. Ja, deswegen vielen, vielen lieben Dank für den Support, der am Start seid. Und ja. Ach, guck dir den Brat hier an, wie der hier rumläuft. Was geht ab? Pyran kennen wir auch noch nicht. Können wir nochmal ein bisschen plaudern mit später. Irgendwann. Abend. Abend. So. Ich fand es auch schön, dass wir heute einen neuen Spieler dabei hatten, der mal reingeschnuppert hat. Ich finde, so ein Event ist immer eine ganz coole Sache, auch wenn es etwas Matsch ist, um zu sehen, boah, was geht jetzt hier eigentlich ab? Wie ist denn das Roleplay und so, und wie ist das mit der Engine zu verkraftbar und so. Und ich fand das Event tatsächlich persönlich sehr, sehr gelungen. Das Ende war zwar so ein bisschen miefig, aber das ist ja nicht wirklich was mit dem Event, sondern eher mit, ja, mit dem Angriff von einer Fraktion auf der anderen, zu einem sehr unpassenden Moment. Aber hey, sowas gehört auch dazu, sowas passiert. Und vielleicht wäre es ein sehr passender Moment oder ein sehr guter Angriff mit mehr Informationen. Das muss man auch immer sich vorhalten, ne? Weil es gibt sehr viel, was natürlich auf dem Server passiert, was man so nicht mitbekommt. Naja, wie auch immer. Nochmal vielen Dank, Leute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der nächste Stream wird wahrscheinlich erst nächste Woche irgendwann stattfinden. Aber bis dahin, haut rein. Und ja, Chris, wenn du noch am Start bist, viel Spaß, wenn du dir das genau anguckst. Da machst du euch nichts mit verkehrt. Naja, haut rein, Leute. Ciao.